Hier ergänzen sich eigentlich zwei Partner perfekt, weil unsere Kernkompetenz in der Technologie und in den Systemen, in der Cloud, in den Applikationen, in den Endgeräten liegt, um das grenzenlose Lesen möglich zu machen. Wir sind ja ein Vorreiter des digitalen Lesens. Wir haben ja schon vor einigen Jahren begonnen, mit unserer PagePlace-Marke hier gute Erfahrungen zu sammeln. Auf der anderen Seite sind unsere Vertriebspartner natürlich die Experten, um die Bücher vor allem auch vor Ort in den Buchhandlungen zu verkaufen. Also wirklich eine fantastische, eine hohe Komplementarität, um die Marke Tolino, die Telekom Cloud und vor allem aber grenzenloses Lesen über alle Endgeräte zu fördern. Also aus Kundensicht ist das natürlich ein klasse Leseerlebnis, ne? Weil wenn ich ein digitales Buch gekauft habe über irgendeinen Shop unserer Vertriebspartner oder übrigens auch hochgeladen habe aus meinen eigenen Beständen, diese automatisch in den Tolino geladen wird, sobald ich in einem Hotspot bin, der entsprechend Teil unseres Hotspot-Systems ist. Das läuft also ganz automatisch im Hintergrund. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Es gibt 11.000 Hotspots, die kostenlos verfügbar sind für Tolino-Leser und das produziert natürlich eine wirklich ganz einmalige Leseerfahrung. Das Einfachste ist wahrscheinlich, das über ein sogenanntes Sideloading zu machen. Das heißt, dass Sie vom Browser Ihres PCs zum Beispiel das Buch einfach transferieren über ein USB-Kabel in den Tolino rein oder aber auch direkt in die Cloud. Das ist alles leicht möglich, solange es sich um Standardformate handelt, nämlich insbesondere EPUB und PDF-Formate. Das geht ganz einfach, sehr nutzerfreundlich. Sie verbinden zum Beispiel mit einem USB-Kabel vom PC auf den Tolino. Der Tolino wird Adobe DRM-geschützte Inhalte identifizieren und wird Sie fragen, ob Sie diese Inhalte in die Telekom Cloud speichern möchten. Wenn es sich um nicht geschützte Inhalte handelt, dann können Sie die natürlich sowieso in die Cloud laden. Für digitale Inhalte, die Sie von den Vertriebspartnern, die wir heute announced haben, kaufen, ist der Speicherplatz unlimitiert. Keinerlei Limitierung. Wenn Sie aber Ihre persönliche digitale Bibliothek, die Sie schon erworben haben oder andersweitig speichern, heute speichern, in die Telekom Cloud mit dem Tolino transferieren, dann limitieren wir das auf 25 Gigabyte. Niemand wird die 25 Gigabyte wirklich erreichen. Trotzdem, rein theoretisch, kann man natürlich dort, wenn man hier massive Inhalte versucht, ganze Bibliotheken reinzuspeichern, dann limitieren wir das eben auf 25 Gigabyte. Wir verkaufen den Tolino natürlich auch in unseren Telekom-Shops. In unseren Telekom-Shops bieten wir natürlich auch andere Cloud-Dienste an, ne? Wie zum Beispiel TV oder unser Mediencenter, die letztesten Smartphones, die alle cloudfähig sind. Von daher glaube ich, dass die Kunden auch in einen Telekom-Shop gehen, um sich beraten zu lassen, vernetztes Leben, um Arbeiten zu erfahren. Das ist ja unsere Strategie und in dem Fall sind es eben digitale Bücher und unbegrenztes Lesen. Also hier sind die Anwendungen fast grenzenlos. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Bilder, Ihre Fotos, Videos, ne? Merchandise rum um ein Thema, Harry Potter oder wie auch immer. Ja? Und Sie können das in Ihrer Cloud speichern. Das ist jetzt nicht sofort ab Anfang verfügbar mit dem Tolino ab Verkaufsstart, aber das ist natürlich unsere Produkt-Roadmap. Ne? Dort kann man sich auch vorstellen, dass multimediale Inhalte, insbesondere Videos, auch Spiele in der Produkt-Roadmap dort zu einem einheitlichen Angebot aufgebaut werden.